Ja, wir sind bei einer neuen Anlage und zwar der Anlage V. Nach § 21 ESCG die Anlage für Vermietung und Verpachtung. Wie du sie richtig ausfüllst und wo du an der einen oder anderen Stelle Steuern sparen kannst, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Wir füllen zusammen die Anlage V so weit aus, so wie es möglich ist und du erfährst den einen oder anderen Steuertipp an der richtigen Stelle. Wenn du das Ganze mit einer Steuersoftware machen willst, dann findest du es unten in der Infobox. Da haben wir was für dich verlinkt. Da kannst du, wie gesagt, damit die Steuererklärung sehr einfach und sehr günstig ausfüllen. Ansonsten natürlich, wenn du Hilfe brauchst, kannst du auch direkt unten einen Termin vereinbaren und wir können hier über das Thema V&V, Immobilien und Vermögensaufbau sprechen. Wir packen das Ganze an und zwar füllen es hier wieder ganz sauber aus, hier klassisch. Im Normalfall, wenn du eine Steuersoftware verwendest, wird das alles automatisch hier übertragen aus den vorherigen Daten, aber wir machen es ja ganz oldschool, damit wir da ein bisschen was dazu erklären können. Wie du siehst an der Stelle, es gibt hier mehrere Anlagen, die hier mit der laufenden Nummer eingetragen werden können. An dieser Stelle natürlich der Hinweis, wenn du mehrere Immobilieninvestitionen hast, also mehrere Objekte, dann musst du es natürlich getrennt machen. Hast du aber hier im Rahmen des Einheitswertaktenzeichens zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus, wo dir zum Beispiel alle 6 Parteien gehören, dann reicht eine Anlage V. Aber grundsätzlich ansonsten pro Objekt eine eigene Anlage V, damit das ganz einfach hier sauber und getrennt ist und du hier für alles ein eigenes Einheitswertaktenzeichen verwendest. Wir haben jetzt hier eine Immobilie und hier auch dann der nächste Punkt. Es gibt ja die einen oder anderen unter euch, die auch in Gruppen investieren. Deswegen auch hier gibt es die Möglichkeit, einmal hier zur Einkommensteuer klären, wenn du allein zu 100%, sage ich mal, daran beteiligt bist oder vielleicht mit dem Ehegatten. Wenn du aber mit Kumpels das Ganze machst, dann wäre es hier zur Feststellungserklärung, weil ihr als GbR ja dazu verpflichtet seid, auch dann hier eine Steuererklärung abzugeben. Dann müsst ihr das somit angeben. Das ist zum Beispiel hier dann die Unterscheidung. Wir bleiben aber hier bei der ganz normalen Einkommensteuererklärung. Dann haben wir hier auch wieder klassisch die Adresse. Wir nennen das jetzt mal Adresse 1. Dann angeschafft haben wir es zum Beispiel am 01.01.2018. Da haben wir das Ganze angeschafft. Das ist in der Musterstadt, die wir hier haben. Also von daher fertiggestellt wurde das ganze Objekt schon vor ein paar Jahren. Es ist kein Neubau mehr, sondern das wurde 1998 wurde es fertiggestellt. Einheitswertaktenzeichen musst du hiermit eintragen. Das bekommst du mit deinem Feststellungswert zum Thema Einheitswert. Das musst du hiermit eintragen, denn da gibt es einige Finanzbeamte, die da richtig böse werden können und dann sagen, ohne Steuer, ohne dieses Einheitswertaktenzeichen, da bearbeite ich die Steuererklärung nicht. Dann wichtig hier, der nächste Punkt ist das Thema Vermietung. Wie wurde es vermietet? Hier, unser Objekt ist jetzt keine Ferienwohnung. Es ist auch nicht irgendwie Airbnb-technisch kurzfristig vermietet und es ist auch in dem Zusammenhang hier nicht an nahe Angehörige vermietet, sondern wir haben das Ganze fremd vermietet. Wir haben dann hier in dem Zusammenhang 100 Quadratmeter Gesamtwohnfläche, davon unentgeltlich überlassen sind 0 und davon als Ferienwohnung überlassen auch 0. Also von daher haben wir das hier sauber eingetragen. Unsere Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss. Wir haben eine Jahresmiete hier von 6.000 Euro. Dann in dem Zusammenhang auch hier ist es eine Einheit. Wenn du hier mehrere Einheiten hättest, dann findet hier die Unterteilung statt. Hier, wie gesagt, sind es 100 Quadratmeter. Und dann natürlich hier die Gesamteinnahmen sind dann hier zu erfassen. Ja, das sind für nahe Angehörige. In dem Fall sind hier zu erfassen für die ganzen Einnahmen, die hier ganz am Ende stehen. Für andere Räume, falls noch hier Ähnliches vorhanden ist, dann das mit angeben. Hier in dem Bereich Einnahmen für nahe Angehörige, da müsste es angegeben werden, wenn du, wie gesagt, an irgendwelche nahen Angehörigen vermietest. Was ein bisschen interessant ist, haben wir im letzten Video auch schon besprochen zur Anlage V, was aber in den Kommentaren dann immer wieder aufgetaucht ist, ja, wo tragt ihr denn dann die Umlagen ein, was ihr dann als Mieternamen bekommt, das kommt hier rein und zwar, hier kommen dann alle Umlagen rein, die ihr vom Vermieter bekommt. Also was dann hier einfach mit reingeht, das müsst ihr einfach hier mit als Einnahme erfassen. Gibt es Nachzahlungen, Rückzahlungen, dann wird das hier saldiert reingeschrieben. In diesem Zusammenhang auch ganz einfach hier noch der Hinweis, gibt den einen oder anderen von euch, der dann auch natürlich noch Garagen zum Beispiel zusätzlich vermietet, da kann man auch nochmal hier das Ganze mit angeben, wenn es zum Objekt gehört. Wenn es eine Garage ist, die ihr in einem ganz anderen Ort habt oder einem ganz anderen Objekt, dann muss natürlich hier für eine eigene Anlage V ganz einfach angegeben
werden. Wichtig auch, das Thema wurde ja durch den einen oder anderen hier auf YouTube und in Facebook immer wieder hochgekocht. Ja, ich bin jetzt so und vermiete nur noch mit Umsatzsteuer. Ganz wichtig, das geht nur, wenn der Mieter in dem Zusammenhang ein gewerblicher Mieter ist, also der das irgendwie für sein Unternehmen verwendet und auch zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Zu Wohnzwecken könnt ihr nicht mit Umsatzsteuer vermieten. Auch das sind so Mythen, die man hier auf YouTube und Facebook oder in einigen Immobiliengruppen findet. Wir gehen weiter an der Stelle und haben natürlich auch hier nach den Einnahmen, die hier dann zusammengefasst werden, haben wir hier die ganze Summe von 8.400 Euro. Ich habe es vorhin schon gesagt, mit Anteile an Einkünften, das können wie gesagt auch hier Grundstücksgemeinschaften sein. Wenn ihr jetzt hier für euch selber dann die Einkommensteuererklärung macht, müsst ihr die Anlage V nochmal für euch selber angeben. Wenn ihr natürlich hier an der Grundstücksgemeinschaft, zum Beispiel an der Immobilien GbR beteiligt seid, dann bedeutet das natürlich, müsst ihr das hier mit eintragen. Da natürlich auch die Aufteilung zwischen Ehegatten einfach gesondert vorzunehmen. Auch Immobilienfonds und Ähnliches sind hier mit anzugeben. Wir gehen dann im nächsten Schritt auf die Seite 2 und auf der Seite 2 gibt es dann gleich zum Einstieg was sehr Interessantes. Wenn du zum Beispiel, ja, sagen wir, eine Wohnung gemietet hast und im Bereich Airbnb ein bisschen dir was nebenbei zuverdienen willst, dann hast du natürlich hier auch das Ganze ja an der Steuererklärung anzugeben. Das bedeutet, hier im Bereich Airbnb musst du das mit angeben. Hier zum Beispiel, wenn du sagst, du hast eine Wohnung unter 1200 Euro, hast du im Jahr noch zusätzlich verdient, über Airbnb muss das damit angegeben werden. Zu den Einnahmen bzw. zur Anlage V noch ein Hinweis, es gibt hier einen gesonderten Freibetrag, wenn die gesamte Anlage V nicht mehr als 520 Euro beträgt, dann wird die ganz einfach durch die Verwaltung hier hinten runtergekippt, könnte man sagen, und dann ist das Ganze nicht steuerpflichtig. Die Erklärungspflicht für die Anlage V habt ihr aber trotzdem. Kommen wir jetzt zu den Werbungskosten. Die werden wir euch jetzt hier auch, sag ich mal, mal erzählen, was es da für Steuersparpotenzial gibt. Also erstens mal lineare AFA, natürlich Sonderformen lassen wir hier auch der Form halber jetzt raus, wie zum Beispiel auch die Sonderabschreibung für Mietwohnungen, Neubau und Ähnliches. Da haben wir schon Videos dazu gemacht, die findet ihr ganz einfach, wenn ihr danach sucht, hier auf YouTube. Wir haben zum Beispiel jetzt hier klassisch die 2% zu Wohnzwecken und auch hier wie in 2019. Es hat sich nichts geändert, dementsprechend weiterhin hier die AFA von 8.000 Euro im Jahr. Wir haben noch so eine schöne Aufteilung damals bekommen von Grund und Boden, die haben wir schön brav vertraglich geregelt. Dann haben wir auch hier keine Einschränkungen, das heißt, hier wird es voll mit reingenommen. Wichtig, wie gesagt, Sonder-AFA lassen wir jetzt an der Stelle ganz einfach raus. Wir haben aber noch hier, wie im Vorjahr, auch eine Küche. Eine Küche kann ja auch mal ein paar 10.000 Euro kosten, wenn sie wunderschön ist. Dementsprechend werden die ganzen Sachen schneller abgeschrieben. Und wir haben das Ganze auch finanziert über die Superbank. Die Superbank mussten wir auch nochmal 3.400 Euro an Zinsen zahlen. Auch hier wird das Ganze durchgerechnet. Das heißt, auch Schuldzinsen könnt ihr absetzen. Wichtig an der Stelle, hier geht es nur um die Zinsen. Die Tilgung hat keine steuerliche Auswirkung. Nächster Punkt ist dann auch hier das Thema Geldbeschaffungskosten. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Gutachten braucht oder Umfinanzierungen oder Ähnliches, wäre das hier dann der Fall. Wir haben dann noch Erhaltungskosten im Jahr 2020 zum Beispiel, die hier voll abgesetzt werden können. Und wir haben vielleicht dann noch weitere Erhaltungsaufwendungen aus den Vorjahren und natürlich hier im laufenden Jahr, die sich zusätzlich auswirken. Dann hätten wir zum Beispiel 2.000 Euro, die wir auf die nächsten Jahre verteilen. Kleiner Praxistipp, nicht immer kann es sinnvoll sein, die Erhaltungsaufwendungen möglichst kurz zu halten. Das machen immer sehr viele und sagen, man muss alles in ein Jahr reinkriegen. Das ist, wie gesagt, hier das Problem, dass viele das nicht mit einer gewissen Weitsicht machen. Also im Normalfall wirst du in den nächsten Jahren immer mehr verdienen und dementsprechend kann es manchmal sogar sinnvoll sein. Wir haben sehr viele Fälle, wo wir wirklich auf sehr viele Jahre solche Erhaltungsaufwendungen strecken, so viel wie es geht, weil die Einkünfte pro Jahr einfach steigen und dementsprechend der Steuerspareffekt dann einfach immer höher wird. Und viele sagen immer, ja, man muss sofort in einem Jahr das alles mit reinnehmen, damit man ja sofort die optimale Situation hat. Das ist nicht immer sinnvoll, weil es vielleicht auch im nächsten Jahr, wo du sagst, okay, du hast vielleicht dieses Jahr jetzt halt weniger Einnahmen, aber nächstes Jahr erwartest du eine Sonderzahlung von zum Beispiel mehreren 10.000 Euro, dann könnte es sinnvoll sein, das Ganze einfach auf 3 Jahre zu verteilen. Dann hättest du hier zum Beispiel in unserem Fall mit 10.000 Euro dann ca. 3.000 Euro, ein bisschen mehr, wird der Grund 3.333. Dann hätte man hier im nächsten Jahr schon ein bisschen mehr Werbungskosten. Das heißt, hier sollte man ein bisschen planerisch, aber auch strategisch vorangehen, damit man hier wirklich das optimale steuerliche Ergebnis rausholt.
Kommen wir zu einem weiteren Punkt, und zwar zu den Werbungskosten hier unten. Das lasse ich mal jetzt hier so stehen, und zwar gibt ja Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Nebenkosten, die Verwaltungskosten, alles was hier mit drin ist. Ich erwähne noch ein paar Kosten, die hier in den Verwaltungskosten in Zeile 48 mit reinkommen. Das sind zum Beispiel Steuerberater, dann zum Beispiel Software, die du dir vielleicht dafür anschaffst, das Büro, das du selbst natürlich hast, dann Telefon, Fahrtkosten zur Immobilie, Fahrtkosten für Besichtigungen oder wie gesagt das Arbeitszimmer, auch da gelten aber die ganz normalen Regelungen. Ein Arbeitszimmer muss abgeschlossen sein und grundsätzlich kann man ein Arbeitszimmer so aus der Erfahrung heraus dann anfangen geltend zu machen. Wenn man mehr als 3 Immobilien hat, die man vermietet, dann wird das halt auf 3 Objekte aufgeteilt. Auch hier gelten die normalen Regelungen für ein Arbeitszimmer. Für den einen oder anderen kann es sich ja dann schon eher lohnen, dass man sagt, okay, man macht das Ganze nicht bei einer privaten Vermögensverwaltung, sondern wechselt in eine Immobilien GmbH. Dazu werden wir demnächst auch sehr, sehr viele Videos machen, weil das ja auch eines meiner praktischen Spezialgebiete ist. Gerade hier, sag ich mal, Trader GmbHs, Immobilien GmbHs und ähnliches betreuen wir sehr viel in der Praxis. Von daher werden wir da auch ein bisschen auf diese Situationen eingehen, was es da für Unterschiede gibt und was dann auch für steuerliche Vorteile sind. Das aber so für die Anlage V. Das ist jetzt alles, was man dazu wissen sollte und muss. Da kann man wirklich dann alles, sag ich mal, auch schon steueroptimal machen, wirklich auch, wie gesagt, bei den Werbungskosten immer aufpassen. Es gibt dann natürlich auch noch Kontoführungsgebühren, es gibt dann auch noch Telefonpauschalen, Internet, man kann auch hierüber natürlich dann Laptop, Smartphone und ähnliches absetzen, wenn es natürlich hier, sage ich mal, für die V&V genutzt wird. Man muss auch sagen, es gibt ja sehr viele Vermieter, die mehrere Objekte haben, die 10, 20, 30, 100, 200, 300 Immobilienprojekte haben und damit natürlich hier das Ganze dann richtig erklären und die Aufteilung dann auf die jeweiligen Objekte erfolgen muss. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, wenn du mehr zu den Anlagen willst, dann lass ein Like da, abonniere den Kanal und wie gesagt, kommentiere auch unten drunter, was du dir fürs nächste Jahr wünschst. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.